Was geht ab, Freunde? Stefan hier von FIFA und herzlich willkommen zur 29. Episode unserer Pack Road to Glory. Kati, das ist für 15.000 Münzen weggegangen. Das haben wir einem Abonnenten zu verdanken, der gesagt hat, komm, öffne mal zwei Packs. Das machen wir dann natürlich jetzt auch direkt mal, gehen in den Shop rein und hoffen jetzt auf einen geilen Spieler. Wir haben ja noch diese komischen Promo-Sets wegen chinesischem Neujahr. Keine Ahnung, was denn da wieder los, hä? Haben wir irgendwie im Februar und die feiern jetzt Neujahr. Egal, also. Wir haben hier Ascharvin gezogen. Ich dachte mir, wir ziehen einfach diese normalen 7500er Packs. Dann können wir einfach zwei ziehen, anstatt nur eins zu ziehen. Das Pack war jetzt ehrlich gesagt für den Arsch. Da war nicht wirklich was dabei. Hier irgendwie ZM, ZOM, Manchester United Wappen. Neues Stadion haben wir auf jeden Fall am Start. Hier das Olympiastadion Berlin. Den Rest legen wir dann ab. Wir haben zwei Duplikate gezogen. Das heißt, wir haben echt schon viele Spieler in unserem Verein. Die Pack Road to Glory läuft einfach. Wir haben richtig viele Packs gezogen bisher. Ja, und das sieht man dann auch immer wieder an den Duplikaten. Und diesmal haben wir drin Evans von Manchester United. Eben das Wappen jetzt im Spieler. Beides für den Arsch. Also, da haben wir wirklich jetzt nicht wirklich was gezogen, diesen zwei Packs. Da hinten haben wir dann noch ein Zenit-Trikot. Das werden wir dann, denke ich, mal anwenden. Den Ball werden wir auch mal anwenden. Dann haben wir da einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung drin. Und ja, den Ball werden wir jetzt anwenden. Wie ich gesagt habe, das dauert hier mal ab und zu ein bisschen lange. Egal, jetzt haben wir es dann geschafft. Den Rest können wir dann eigentlich auch ablegen. So, und jetzt gehen wir mal zu unseren Mannschaften. Partie spielen natürlich. Was denn auch sonst? Wir sehen hier unser italienisches Team. Haben reingepackt Nainggolan ins zentrale offensive Mittelfeld. Hier habe ich jetzt auch umgestellt auf 4-2-3-1 Formation und Variante 2. Ich weiß nicht genau, ob Muriel oder Higuain. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr lieber mögt. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, wer jetzt von den beiden im Spiel abgegangen ist, wer hier die Tore gemacht hat. Ja, und jetzt sehen wir dann auch direkt mal das gegnerische Team und das ist richtig stark mit Jovetic, mit Samuel Eto'o, Wayne Rooney, Yaya Touré, Company und wie sie alle heißen. Also das ist wirklich extra klasse. Das wird schwierig. Egal, aber kein Spieler, kein Gegner ist zu schwierig für uns. Und jetzt die erste Szene hier bei Wayne Rooney, der Torwart haut den da einfach mal an und das ist natürlich richtig heikel gewesen. Hat ja auch gerne 0-1 stehen können, wenn der Torwart da so eine Aktion bringt. 17 Minuten nun gespielt, Muriel lässt den Ball hier durch, macht hier den 4-Sterne Angeber Waka Waka und dann versucht er den Pass auf Cuadrado, der kommt leider nicht ganz an und wir bleiben aber dann erstmal in der Szene drin. Zabaleta leitet weiter auf Jovetic und der ist einfach zu stark, zieht hier vorbei, dann kommt der schicke Pass und unser Spieler verschätzt sich da und dann ist es Eto, der da einfach frei vom Tor ist, scheitert und dann William nutzt den Abpraller. Also das war wirklich zweifach, dreifach, vierfach, doppelt, einfach alles Pech und nun Samuel Jovetic. Mann, 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 wie viel Glück hat der Typ denn? Das gibt's doch einfach gar nicht, ey. Also der hat schon das zweite Tor mit viel Glück gemacht. Egal, jetzt Muriel leitet weiter auf El Shaarawy. Das war gut gespielt und nun versucht das da mit dem Lupfer. Und dann, ja, natürlich geht der nicht rein, ey. Der Gegner hat so viel Glück und wir haben so viel Pech. Egal, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Da geht auf jeden Fall noch was. Wir haben hier Lichtsteiner, zieht hier einfach mal an dem Gegner vorbei. Und nun Muriel, der macht hier die Schusstäuschung. Ah, Cole, wer ist denn Cole? Der geht vorbei, bringt dann die Flanke und da steht Nainggolan mit dem Kopf. Der Torwart verschätzt sich und dann geht er leider nicht rein. Egal, Nainggolan hat er herrlich mitgenommen und dann ist es hier Maxes. Der kommt da nicht ganz dran, dann stochert er da irgendwie den Torwart an. Also das ist wirklich bisher nicht so rund gelaufen, aber Nainggolan gefällt mir eigentlich ganz gut. Vernascht hier wieder den nächsten, geht vorbei. Dann nochmal hier mit dem schönen Schuss und der geht ganz, ganz knapp vorbei. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei und dann Jovetic zieht da mal ab. Der Torwart ist einfach chancenlos. 58 Minuten gespielt, 0-3. Aber Freunde, wir geben einfach nicht auf. Cuadrado zeigt hier mal seine Tricks weiter auf Muriel und der nimmt den natürlich herrlich mit. Die linke Klebe kommt zum 1-3 Anschlusstreffer nach 60 Minuten. Also wie gesagt, hier geht auf jeden Fall noch was. Das gucken wir uns dann an. Macht er natürlich herrlich. Vernascht er die ganze Innenverteidigung und der Torwart auch ohne Chance. Weiter geht's dann mit der nächsten Szene. Die gebührt natürlich hier dann direkt mal Cuadrado. Der ist einfach schnell mit seinem 90er Tempo. Zieht dann rein in den 16er. Versucht das dann, aber der kommt da irgendwie nicht ganz zum Schuss. Hat sich den Ball einfach zu weit vorgelegt. Wir sind dann schon in der 76. Minute. Nun wieder Cuadrado. Ist einfach der Aktivposten. Pirlo versucht es dann mit dem Schuss. Und da steht Nainggolan, der Belgier, netzt ein zum 2-3. Mir bleibt hier fast schon die Puste weg. Hier geht auf jeden Fall noch was. Schaffen wir vielleicht sogar noch den Sieg. Das war natürlich hier ein bisschen glücklich, dass wir dann da den Ball vor die Füße gelegt bekommen. Aber wie gesagt, also der Gegner hatte eben so viel Glück. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen Glück haben. Wir bleiben dann direkt mal in der Szene drin. Und jetzt schaut euch das mal an. Der macht hier ein bisschen auf Zeitspiel. Ja, Eto'o spielt den Ball zurück auf Zabaleta, weiter auf Company. Und jetzt kommt hier der Druck. Jetzt kommt der Druck. Wir leiten da jetzt einfach mal richtig mit Druck da rein. Und dann Muriel macht das sehr gut. Und dann, da klingelt es zum 3-3. Muriel, also der Gegner, dachte hier wirklich, der könnte uns da verarschen. Aber nein, Freunde, mich kann man nicht verarschen. Dann machen wir das einfach hier ganz geschickt.
War natürlich auch wieder ein bisschen glücklich, aber am Ende gleicht sich das da mit dem Glück, finde ich, so wie ein bisschen aus. Wir hatten dann auf jeden Fall noch ein, zwei Chancen hier über Cuadrado. Wer auch sonst reitet weiter auf El Charaoui, der Stefan El Charaoui, El Falahorene, zieht da vorbei mit dem Roulette. Jetzt geht er nochmal vorbei hier. Was macht er nun? Bringt die Flanke rein und da Muriel mit dem Kopf, der Torwart, haut da gerade noch so seine Fingerspitzen dazwischen. Und dann ist die Situation... Meine Güte, Situation auch schon vorbei, aber weiter geht es jetzt hier über Cuadrado, der macht hier kurz mal den Scoop-Turn, leitet dann da unten weiter mit dem Akkuzwacke auf Lichtsteiner, der mit der Ballrolle vernascht hier Kohl, bringt dann da die Flanke rein und da nochmal Muriel mit dem Seitfallzieher, das wäre aber auch zu schön gewesen. Und dann ist das Spiel vorbei, wir spielen 3-3, also das war wirklich ein spannendes Spiel mit einer Aufholjagd vom Feinsten, da sehen wir es dann nochmal, ja, war auf jeden Fall ausgeglichen, finde ich. Eventuell hatten wir da mit den letzten zwei Chancen da noch ein dickes Ding zum 4-3 bringen können, aber das war es dann leider nicht. 10 Punkte haben wir jetzt insgesamt, also läuft eigentlich weiterhin ganz gut. Wir sehen jetzt hier unser Liga BBVA, spanisches Mixteam mit Pedro, mit Song, mit Juan natürlich dann auch wieder am Start. Acipiglicucleta da von Chelsea, der Rechtsverteidiger, was für ein Zungenbrecher der Typ. Ja, und dann spielen wir auch direkt das nächste Spiel im Olympiastadion gegen Agüero, gegen Yaya Touré, gegen Harry Potter aka Lescott. Dann haben wir hier noch Zabaleta, Jesus Navas dabei. Ja, das schreit auf jeden Fall nach einer Einwechslung von Moses. War der schlecht, ach du Scheiße. Egal, komm, Acipiglicueta hier. Geht da, macht da, zack, zack, zack. Bringt die Flanke jetzt dann rein und da steht Pedro mit dem Kopf. Netzt hier fast schon nach 3 Minuten ein. Ja, schade, schade, schade. Und nun sehen wir die erste gegnerische Gelegenheit da. Santi Cazorla ist da einfach 20 cm zu klein, sonst wäre er da vielleicht rangekommen. 12 Minuten sind nun schon um. Und hier Song geht hier vorbei mit dem Hacke zu Hacke. Jetzt nochmal der Roulette. Ramos! Ach du meine Güte, was war das denn wieder für ein Abschluss? Dann ist er auf jeden Fall ausbaufähig. Aber egal, jetzt haben wir hier den Juan, leitet weiter auf Pedro. Das ist wirklich Kombination spanischer Tiki-Taka-Fußball vom Feinsten hier. Diese Skills dann noch dabei, ab und zu hier. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Glück dabei, dann schießt er mal drauf. Der Torwart ist dann da leider noch gerade so zur Stelle. Egal, komm, die Ecke kommt und da steht Pepe, kommt nicht ganz ran. Nun Pedro kann sich hier kurz durchsetzen, dann mit dem Akkuzwacke schießt drauf und schon wieder so eine dicke vergebene Chance. Den hätte er eigentlich reinmachen müssen. Ja, und dann holen wir uns hier den Ball, leiten dann den Konter ein über Pedro und der ist wirklich richtig gut. Gefällt mir aber, der sitzt leider nicht. Das wäre natürlich ein überragender Longshot gewesen, sodass wir jetzt dann auch mal in der 39. Minute sind und über Pedro läuft einfach alles hier mit dem Job. Macht hier einfach alles, vernascht die da nun an der Huan, geht dann rein, versucht es dann hier mit dem Schlenzer, aber erneut ist da einfach der Torwart, ich glaube Petr Cech ist es. Ja egal, wir gucken uns dann auch jetzt mal die Ecke an, die kommt rein natürlich vom Juan auf Ricardo Costa. Ricardo Costa mit dem 1-0 nach 42 Minuten, er holt den Samba raus, tanzt eine Runde mit seinen Kollegen und das war natürlich hier vom Feinsten eingenetzt, einfach perfekt in die lange Ecke. Ja, und dann ist auch schon die erste Halbzeit vorbei. Ich muss sagen, der Gegner hat richtig gut gespielt, hatte viele Chancen, ausgeglichenes Spiel. Ja, hier war seine beste Chance, also sorry, aber der war wirklich eigentlich ziemlich schlecht, muss ich sagen. Da ging gar nichts bei dem. Ja, und jetzt haben wir hier die nächste Chance über Ebert. Den habe ich mal eingewechselt. Und nun spielen wir dann den perfekten Pass auf Iago Aspas. Und der krönt das einfach nur mit so einem herrlichen Messi-Lupfer. Das war ein schickes Tor. Da dreht er mal seinen Kopf wie verrückt. Also das war natürlich, da haben wir den Gegner alt aussehen lassen. Schöner Pass von Herrera. Und da wartet er ab, bis der Torwart sich hinlegt. Schickes, schickes Tor, muss ich sagen. Ja, und dann geht's auch weiter mit der nächsten Szene über Carlos Martinez, unseren Außenverteidiger. Iago Aspas gefiel mir auch richtig gut, scheitert dann da am Torwart, aber 2-0 reicht. Wir holen uns die nächsten 3 Punkte, Ricardo Costa und Iago Aspas mit den Toren. Ja, und dann sehen wir es hier, 553 Münzen gibt es. Weiter geht es dann, der Gegner hatte dann letztlich doch, glaube ich, noch ein paar Schüsse, also so schlecht war dann auch wieder nicht. 13 Punkte haben wir insgesamt, 5 Spiele haben wir noch verbleibend und das sieht eigentlich richtig gut aus, würde ich sagen. Ich würde mich über eure Unterstützung mit einem Like sehr freuen. Wie es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Freunde, schaffen wir wieder die 1500 Likes. Das war's soweit von mir. Macht's gut, schönen Tag noch und ciao!